Ohne Energie geht nichts, das muss man wissen. Und das heutige atomar fossile Energiesystem hat dazu geführt, dass weltweit eine Entkoppelung der Räume des Energieverbrauchs von den Räumen der Energiegewinnung stattgefunden hat. Energienutzung, Energieverbrauch ist überall, wo Menschen arbeiten und leben. Förderung von Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran findet in ganz wenigen Ländern der Welt statt und es wird immer knapper. Die Abhängigkeiten werden größer und sie sind existenzieller Art. Und demgegenüber setze ich das Ziel der Energieautonomie. Es ist ein Wechsel von kommerzieller Primärenergie, Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran, zu kostenloser Primärenergie wie Sonnenstrahlen, Sonnenwärme, Wind, Laufwasserkräfte, Wellen, geothermische Energie. Kostenlos von der Natur geliefert. Das heißt, die heutige Primärenergiewirtschaft wird verschwinden. Aber sie wird das nicht kampflos hinnehmen.